Hallihallo, ihr Lieben. Weiter geht's hier. Doch bevor ich jetzt durchstarte, würde ich euch gerne mal was zeigen. Nämlich, ich hatte doch hier meinen Dark Matter angebracht. Und ich war der Meinung, wenn ich das abbaue und hinten an meine Ölproduktion ranstelle, dann ja, habe ich immer unendliche Energie. Ich habe das Teil jetzt hier reingepackt. Weil immer, wenn ich das in meinem Inventar habe, so blöd wie das klingt, stürzt mir mein Spiel ab mit der Meldung More Planets Fehlerursache. Jetzt habe ich Grafiktreiber neu installiert, alles neu installiert, quasi auch die Mod selber, diesen More Planets, alles nochmal neu aufgespielt. Immer wieder, sobald ich dieses Teil hier irgendwo hinstelle und anschließen möchte, plus diesen Speichercluster, stürzt mir mein Spiel ab. Den Speichercluster, den habe ich jetzt vor lauter, ich muss mal sagen, Genervtheit, ich drücke mal vorsichtig aus, habe ich jetzt im Nirvana weggeschmissen, damit ich einfach gar nicht mehr in diesen Genuss komme, den zu benutzen. So, das wollte ich euch nur mal sagen, weil wie gesagt, das ging mir echt auf den Senkel. Mittlerweile habe ich ein bisschen Öl hinten rausgeholt, ich habe jetzt zwei volle Tanks hier. Habe ich noch was gemacht in der Offline-Zeit? Ach ja, ich habe jetzt hier meine Bücher raus. Falls ich irgendwie ein wenig schlecht reagieren. Ich habe mich am Mittelfinger verletzt, deswegen geht nur der Rechtsklick mit dem Zeigefinger. Und ja, ich habe jetzt mir Sachen gebaut und zwar habe ich in diesem, ich habe, in diesem Useful Modpack, wo ich ja auch schon meinen Tank habe, da habe ich einmal dieses Unstackable Filling Cabinet gefunden. Und dieses NPD-Filling Cabinet. Die beide habe ich mir mal gebaut. Ein bisschen Werkzeuge. Was steht denn hier? Weil der kann 1008 machen. Das heißt 1080, Leute. Das ist Wahnsinn. Also, das sind 10 Diamantkisten sozusagen. Allerdings nur unstackable. Unstackable. So, dazu brauche ich dann quasi die Sachen. Das sind natürlich schon recht teuer. Ich brauche 5 Stück, also insgesamt 40 Kisten und 4 Diamanten. Dann craftet man das hier, also dieses Teil. Und dieses NPD Filling Cabinet, quasi selbe Rezept, nur mit Eisenblöcken. Mit dem NPD Filling Cabinet komme ich ehrlich gesagt nicht ganz so klar. Klar, hallo. Denn hier unten, ich habe es mal hier hingestellt, dieses NPD, der sammelt nicht alles. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt feststellen kann. Weil ich kann hier nirgendwo, warte mal, vielleicht kann ich das mit F3H sehen. Erweiterte Schnellinfo sichtbar. Ach jawohl, da steht NPT eine Eigenschaft. Ah, okay. Und das steht hier nicht. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ja, ich weiß zwar nicht, was jetzt zum Beispiel das hier für eine Eigenschaft hat. Ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier, da kann ich schön vorblättern und zurückblättern. Das quasi noch ans System angeschlossen und ich schmeiße sowieso alles irgendwann mal um. So, was mache ich da mal rein? Hier folgendes. Hier habe ich ein bisschen Pyrodeum gemacht. Ja. Linksklick. Da mache ich mir mal zwei Eimer, denn ich bin am Nickel produzieren. Und oh, das ist voll schwierig, wenn die rechte Maustaste nicht direkt geht. Und da brauche ich dieses lodernde Pyrodeum. War noch auf Nickeltour. Und der macht mir quasi jetzt immer mit den Zinnober. Und diesen Pyrodem immer 4 Stück, weil ich eine Nickelbahn gebraucht habe. Das habe ich schon mal erklärt. Den Universal Recycler habe ich den schon mal gezeigt. Hier bekomme ich Serrest. Ich war ja eben auf Dolomit-Tour. Müsste ich eigentlich noch im Rucksack haben. Den Spaß, glaube ich. Direkt mal reinschauen. Ne, habe ich schon ausgeräumt. Und da mache ich mir eben jetzt quasi Dolomit, weil ich gedacht habe, na, Dolomit, ja, ist schwierig zu farmen, aber mit dem System ist ganz gut. Dolomit habe ich jetzt auch schon vorbereitet, denn heute möchte ich mit euch die Rakete bauen, damit ich hier vorwärts komme. Und da habe ich noch was gesehen in den Useful Stuff. Ich weiß bloß nicht mehr, was es war. Kommt, das ist egal. Ich würde mit euch nämlich mal nach oben gehen und euch quasi die anderen Sachen zeigen. Also ich habe jetzt hier noch diese Thermal. Achso, da bin ich noch gar nicht abgesperrt. Und da sehe ich auch nicht, wie viel drin sind. Und hier unten ist eben dieses Unstackable Filling Cabinet. Da kommen alle Bücher rein. Wie gesagt, da kann ich 10-mal durchklicken.
falls ich die Bücher irgendwann mal brauchen sollte. So, ich muss meinen Ton schnell lauter stellen, sonst hört man nichts. Hier oben habe ich nichts weiter gemacht, außer ein bisschen Platten noch gebrannt. Also hier habe ich meine Sachen raus, die ich jetzt für die Rakete benötige. Und deswegen baue ich die jetzt auch mit euch direkt. Beziehungsweise, nee, kann ich ja noch gar nicht. Ich muss nämlich diese 44 und die 64 erst einmal zu diesen teuren Platten hier machen. Ich glaube, das war so, ne? Genau. Also ich habe die Heavy Duty Plates. Ich brauche nämlich insgesamt 108. Habe jetzt ein Speed hier drin. Ihr seht ja, das geht zwar ziemlich flott. Also, oh, der braucht. Oh, der braucht mehr Dolomit. Wie viel Dolomit braucht der? Eins. Warte mal, hä? Schau mal her, der zieht. Habe ich da jetzt keine 40 reingelegt? Achso. Ich bin schon jetzt erschrocken, ich habe das Falsche reingelegt. Gut. Ja, was wollte ich jetzt machen eigentlich? Jetzt bin ich rausgekommen, verdammt. Ich spule mal kurz zurück. Nein, ich kann hier nicht zurückspulen, Leute. Nickelplatten, genau, Nickelplatten. Die habe ich jetzt hier. Da kommt Platin raus, da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Und die, da mache ich, die hebe ich jetzt erstmal auf. Da mache ich mal noch keine Platten draus. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Halleluja. Ich war jetzt bei der Rakete. Ach ja, jetzt. Beim Speed war ich hier. Bei diesem Speed Upgrade. Und da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, ich baue mir die Dinger doch ein paar. Brauche dazu aber diesen flüssigen Stickstoff. Und den habe ich mir angeschaut. Ich brauche nämlich diesen Gasverflüssiger, weil diese Teile, jetzt habe ich nämlich auch einen Sinn für diese Teile hier, den Gasverflüssiger, den finde ich hier in dieser Questreihe, wo man das sowieso noch fehlt hier unten. Deswegen würde ich sagen, das Shuttle fehlt mir auch noch. Ich würde sagen, wir bauen uns als erstes mal diesen Gasverflüssiger. Den lege ich mir direkt mal raus. Und dann gehen wir dahin. Ich weiß zwar nicht, was das alles jetzt macht, das Zeug. Aber da ist ein neues Item drin. Das machen wir uns jetzt alles direkt. So, da brauche ich also jede Menge Tanks, Flüssigkeitsleitung. Oh nee. Einmal das, einmal das. Brauche ich das jetzt bei jedem? Oh, wenn die rechte Maus, die rechte Hand nicht geht, Leute, das ist so schlimm. Ne, da brauche ich nichts. Da brauche ich, also ich brauche hier zwei von denen. Also das wäre was anderes. Die habe ich doch hier. Sauerstoffkompressor habe ich doch. Also ich nehme mal hier wegen Tanks. Tanks, die orangen und die roten. Ach komm. Nehmen wir mal mit, weil ich nicht weiß, was ich brauche. So, und dann würde ich sagen, fange ich doch mal an, mir als erstes diesen Gasverflüssiger zu bauen. Schauen wir mal, was wir haben für Material. Okay, das heißt, hier unten links fehlt mir ein Sauerstoffdekompressor. Hm? Ja, das müsst ihr alles haben. Den baue ich und schmeiße ihn gleich wieder rein. Den Gasverflüssiger. Ja, das habe ich mir gedacht, da brauche ich jetzt dieses Teil hier, diesen Flüssigkeitsmanipulator. Ah, Schleimwelle, glaube ich, da wird es jetzt gleich hapern. Nein, habe ich noch. Okay. Jo, das war's. Oh, kann ich nicht herstellen, was? Fertigungssitz, den kann ich wieder nur in der Werkbank machen, oder? Ach, null, ich brauche leere. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder Leute? Ich brauche leere Sauerstofftanks. Ja, Halleluja. Pass mal auf, dann gib mir mal nicht diesen Kompressor, sondern diesen Dekompressor. Dann mache ich die dreimal leer. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und dann will ich da oben mal einen Sauerstofftank. Oh, da habe ich nur noch einen. Ey, ich muss mal wieder looten gehen, hey. Den schließe ich jetzt da mal hier an. Der ist leer, so. Jetzt, nee, ich muss jetzt den ja auch noch anschließen. Ah, Sekunde. Ich habe gerade ein kleines Denkproblem, weil es mich jetzt schon wieder ein bisschen durcheinander bringt. Das ganze System hier. Braucht der leere Tanks, Leute. Ja, das war mal sowas von klar. Mit der Spitzhacke, die ist einfach so brutal schnell.
Pass auf, die brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Die brauche ich nur, wenn ich in Dungeons bin, damit ich die Spawner eigentlich schneller abbauen kann. Mehr brauche ich da eigentlich gar nicht. Und der macht mir hier gleich alles nieder da unten. Ja, ich weiß. Ich will nur den Strom hier abkappen. Und hier hin, da brauche ich noch eine Kabel. Und wieder zurück. Das habe ich nicht vorbereitet, weil auf das war ich auch nicht vorbereitet. So, da geht jetzt was rein. Jetzt wieder kein Wrench. Mensch, muss man mal eine Wrench hier nehmen. Irgendwo hinpappen an die Wand oder so. Habe ich aber jetzt keinen Sauerstoff, weil der mir auf den. Achso, das ist ein Tank. Achso, da muss ja Flüssigkeit rein. Leute, ich bin gerade, Moment, Flüssigkeit, genau. Ich wollte aber erstmal das Teil hier ausprobieren und ich hasse das, wenn die rechte Maustaste nicht so funktioniert. Sauerstoffdekompressor. Das geht gar nicht. Nicht genug Energie. Also, wenn ich nicht genug Energie habe, ne, Leute. Ich glaube, ich fange ja direkt nochmal an hier. So. Der zieht den Sauerstoff raus. Das habe ich schon richtig gedacht. Dann brauche ich Flüssigkeitsleitungen. Hallo, lass mich rein. Machen wir es einfach mal so und ich baue mir. Das ist natürlich jetzt bescheuert, was ich gemacht habe. Das ist voll bescheuert sogar, was ich gemacht habe. Ach Leute. Wieso nimmt denn der immer zwei? Ja gut, weil ich mal mit der Hand ein bisschen lädiert bin. Gut. Billige Spitzhacke benutzen, um das hier reinzulegen. Also jetzt gehe ich mal hier und hier hin. Gut, der kann natürlich keine Energie kriegen, da unten. Also, warum ist denn eigentlich ein Aufzug? Ach, damit ich in die Reparaturabteilung komme. Ah, okay. Blöd. Ich mache mir jetzt mal da ein paar so Tanks leer, ja? Die da oben, ich schau gleich mal, wie viel ich noch brauche. Die zwei Roten brauche ich noch und das sind auch noch. Also ich brauche vier Rote insgesamt noch und den hier. Gut, dann muss ich mir noch einen holen. Ich mache die jetzt leer, ich suche mal jetzt kurz was raus und dann starte ich gleich nochmal, bis gleich. So, ich stehe jetzt hier oben, das neue Setup gemacht. Quasi hier ist mein Tank hin. Hier arbeite ich mit Batterien. Ich mache jetzt alle diese Tanks leer. Ich meine, es dauert ganz schön lange. Sieht man ja, aber wenn die dann leer sind, schalte ich mich wieder zu. Bis gleich. So, Leute, das war jetzt der letzte hier. Unten klopft auch schon nichts mehr. Zwischenzeitlich war ich mal unten, habe hier nachgefüllt. Ihr seht ja, die anderen habe ich hier oben schon drin. Und jetzt baue ich mir quasi hier erstmal meinen Gasverflüssiger gar fertig. Moment, die lege ich jetzt erstmal alles rein. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah, ich brauche zwei Orange. Ach, Halleluja. Ach, und den Sauerstoffdekompressor habe ich oben. Ich muss leider noch einen Tank, einen Sauerstoff leer machen. Ich habe da falsch hingeschaut. Das dauert jetzt ungefähr 2 Minuten. Danach baue ich das System hier ab und wir sehen uns dann unten. So, hier bin ich wieder. Ich habe einen falschen Tank gemacht. leer gemacht. Deswegen geht es jetzt hier weiter. Ich brauche aber noch einen Sauerstoffdekompressor. Den habe ich da gerade reingelegt. Ah ne, hier ist er. So gut. Jetzt habe ich erstmal den Gasverflüssiger gebaut. Ich würde auch dann direkt hier weitermachen. Ich brauche noch so ein Teil. Dann dieses Wasserelektrolyse. Ich habe doch alles. Zwei Sauerstofftanks. Kupfer, Flüssigkeit. Aha, jetzt geht's. Warum ging das gerade nicht?
Und dann brauche ich noch dieses Methan-Synthesegerät. Da wird es eng werden. Nee, auch nicht. Wieder so ein Flüssigkeitsmanipulator. Einen habe ich noch. So. Wunderbar. So, zack. Hey. Weißt du, was mir jetzt ärgert, dass ich den Methan, habe ich jetzt irgendwelche Sauerstoff, dass ich glaube, ich habe hier irgendwo Methan habe ich keines. Und die Sauerstoffkanister habe ich. Was mit flüssigem Sauerstoff? Dann kann ich mir doch schon Speed-Upgrades bauen. Wieso habe ich da nicht gleich reingeschaut? Moment. Ach, flüssigen Stickstoff brauche ich. Ah, okay. Ich muss mir das mal rauslegen hier. Gut, jetzt habe ich die drei Maschinen. Das ging alles mit einer Batterie. War wunderbar. Strom habe ich oben, aber ich würde mir hier nochmal ein bisschen was gönnen. Eigentlich sollten die gar nicht da hoch, aber ich möchte jetzt gerne das mal ausprobieren. Halt, ich brauche noch dieses Atmosphärenventil. Auch neun Stück habe ich da. Ich nehme mal drei Stück mit. Und Flüssigkeitsleitung. Habe ich jetzt auch keine mehr. Wieso bin ich noch keine mehr? Dann werden wir das Teil mal direkt ausprobieren. Ich wollte es eigentlich da hinten anschließen, aber ich habe da keinen Strom, habe ich festgestellt. Ich habe nur hier Strom. Und ich würde als allererstes diesen Gasverflüssiger ausprobieren. Da kann nichts in die Luft fliegen, oder? Okay, der hat keine Energie. Falscher Eingang, klar. Sehe ich ja nichts, Leute. Das ist ja blöd. Sehe ich ja nicht, ob er arbeitet. Ne, der hat überhaupt keine Energie. Hat der wohl keine Energie hier oben? Na, pass auf. Kriegen wir alles. Dann gehen wir noch einfach noch einen Stock hoch. Beziehungsweise. Ach komm, ich gehe hoch. Ich dachte, da ist Strom. Da freilich läuft hier Strom. Aber der wird wahrscheinlich nicht runtergeleitet. Deswegen würde ich mir hier. Jetzt erstmal ein grobes System hier bauen. Und werde mal hier. Ich gehe mal mit dem Kabel darüber. Ach komm, ich gehe da in die Mitte. Der braucht gar keinen Strom, oder was ist das hier? Ach, wisst ihr was? Der passt mal auf, der funktioniert nur draußen. Nett, hey, hallo, hallo, hallo. Da wäre jetzt die Diamantspitzhacke wieder gut. Aber ich glaube, der wird nur draußen funktionieren. Na, schauen wir mal. Gasverflüssiger. Ach komm, ich stelle ihn jetzt einmal. Wenn mir da was in die Luft fliegt. Ja, ihr wisst schon, ich bin da so ein alter Schisser. Ich gehe mal hierher, da ist Platz. So, jetzt lege ich da so ein Teil hier rein. Prozess. Okay, das funktioniert ganz gut. Versuche eine Methankanister hier zu platzieren. Okay, das ist natürlich jetzt übel, aber wisst ihr was? Ich gebe ja nicht auf. Ich würde den jetzt mal abbauen und hoffen, dass ich den einfange. Ja, dann gehe ich nämlich jetzt noch mal nach unten. Schnapp mir ein paar leere Kanister. Ich hoffe, ich habe ein paar. Autsch. Nur einen. Was zum mal auf? Dann mache ich mal leere Kanister. Oh, ist ein teuer. Ja, ich mache mal noch zwei Stück. Ich habe gar nicht so viel. Und dann würde ich mit dem Teil. Ich geh mal zum Merkur. Also wenn er bei mir hier nicht funktioniert,
weil ich hier wahrscheinlich keine Gase habe, hoffe ich dann, dass Merkur zumindest einige Gase hier vorweisen kann. Weil ich wollte nämlich schon noch so ein paar Speed-Upgrades bauen. Achso, hier habe ich übrigens abgebaut. Ne? Da unten läuft immer noch die Quarry bei mir. Ich schau mal, ah, die läuft ja nicht. Ne? Die seht ihr ja da unten. Läuft meine Quarry und das dauert ewig. Ich würde jetzt hier mal da das Teil hier hinstellen. Prozess, braucht ihr jetzt Strom oder braucht ihr keinen Strom? Und dann wärst du bei mir auch gegangen, Leute. Ne, wisst ihr was? Ich bin ganz. Ich kann jetzt aber nicht zurück, verdammt. Luftventil. Atmosphärenventil. Platziere leere Flüssigkeit. Leere. Ne, wisst ihr was? Ich weiß ja nicht, was ist. Also hier. Achso, Prozess. Nee, auch nicht. Gut, dann gibt es hier nichts. Dann schnappe ich mir das Teil wieder und springe zurück. Einfach blöd. Habe ich hier keine Atmosphäre, oder wie? Dann muss ich schnell mal runterschauen, wie weit der ist. Was hat er denn hier? Eisen, Nickel. Oder ist er schon leer? Nee, Kohle hat er noch. Also wie gesagt, ich bin hier mal am Abbauen, aber ihr seht ja, das geht wahnsinnig schnell. Und ich komme jetzt nicht nach Hause. Ich müsste jetzt noch 3 Minuten warten. Ich mache das anders, damit es jetzt einfach schneller geht. Und ich nicht ständig warten muss. Bis gleich zu Hause. So, da bin ich schon wieder. Direkt aufs Dach mit dem Teil. Beziehungsweise erstmal eine neue Batterie holen. Oder zwei. Habe ich wieder nicht richtig drauf geschaut. So, aber jetzt stelle ich das Teil hier auf. Mich wundert es, dass das hier nur mit dem Batteriegerät geht, weil hier habe ich eigentlich Strom. Und er will den Strom ja aber nicht. Dann ist es wahrscheinlich der Tank so für einen Ausgang. Dann lege ich hier mal Batterie rein. Hier jetzt dieses Ventil. Kein Gas. Status kein Gas. Gibt es hier kein Gas sozusagen? Leute, wie soll ich denn dann an flüssigen Stickstoff kommen? Extraplanets, eingefrorener Stickstoff. Mann, Stickstoff, Eis, habe ich auch noch nicht gesehen. Flüssiges Stickstoff, Eis. Jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt, ne, schon wieder. Schon wieder. Wenn ich jetzt hier kein Gas habe, wo habe ich denn dann Gas? Wie komme ich denn an Gas? Atmosphärische Gase. Mensch, Junge. Wo steht denn das hier? Wo ist denn der jetzt? Methansynthesegerät. Ja, pass auf, dann stelle ich das mal auf, wenn das schon nicht geht hier. Das würde ich dann auch direkt davor stellen. Okay, da geht's auch durch was rein. Der braucht ja auch eine Batterie. Kein Gas steht da. Dann brauche ich immer irgendwie Gas. Jetzt müsste ich auch noch schauen, welche Planeten. Ach, Moment mal, da könnte ich doch nachschauen. Was hat denn Ceres? Hat der Gas? Sehe ich das irgendwo hier? Ätzende Atmosphäre, Atempaare, falsch. Jupiter, Europa hat. Wo finde ich denn das jetzt, was Gas hat? Atempaare, falsch. Fels. Io. Atempar ätzend. Wo kriege ich denn jetzt Gas her?
Merkur war ich gerade, da steht nichts, da steht unten Temperatur, Force, Force, Schwerkraft, also das kriege ich so leider nicht raus. Und Prozess. Und hier Prozess. Ne, da passiert gar nichts. Was habe ich noch für ein Gerät? Schließen wir das auch an, weil es jetzt egal ist. Habe ich noch eine Batterie? Ne, dann nehme ich die da mal raus. So. Braucht der einen Atmosphärenventil? Nein, der braucht Wasser. Und der wandelt Wasser zu Gas. Was? Das checke ich gleich mal. Einen Eimer Wasser. Oder zwei oder drei. Oh, ich muss hier wieder Wasser nachfüllen, sehe ich gerade. So, einmal Wasser. Ich lasse jetzt mal einen bloß rein. Oh, der schluckt Batterie. Alter Schwede. Da müssen wir da schnell mal. Ach, der macht mir tatsächlich jetzt hier Sauerstoff. Und hier Wasserstoff. Wasserstoff ist doch. Ah, okay. Ich würde jetzt da direkt noch mal ein Wasser reinmachen. Aber Wasserstoff ist doch wieder was anderes. Genau, das brauche ich nicht. Und Stickstoff bekomme ich aus. Jetzt hier Gas habe. Pass mal auf, das ist eine Flüssigkeitsleitung. Dann baue ich jetzt hier mal diesen, das hier mal ab da. Bleibt da, okay. Ist noch da? Ist schon da, ich habe es gesehen. Dann würde ich hier, ich schaue mal, ob da eine Flüssigkeitsleitung rangeht. Ach Mensch. Also. Dann würde ich jetzt das Gerät da mal anschließen. Eine Batterie reinlegen, da ist nichts mehr drauf. Ein Ventil. Und einmal drehen. Aber wahrscheinlich ist das Ausgang, ne? Ja. Ja, wie bekomme ich jetzt das hier? Das kriege ich raus. Sauerstoff habe ich, den brauche ich. Ich brauche Stickstoff, Leute. Chemie, ich und Chemie, Leute. Wasserstoff, was kann ich mit dem Wasserstoff? Ich kann gar nichts anfangen. Tintenfisch. Hydrogen, achso, Hydrogen brauche ich nicht. Okay, dann ist das hier für ein. Ihr wisst schon. Hier oben habe ich kein Gas. Gar, ich habe keinen Strom. Puh. Wisst ihr was? Bin ich gefrustet. So. Ich beende jetzt die Aufnahme hier. Ich muss schauen, wo ich Gas herkriege, Leute. Es tut mir echt leid. Ich gehe noch eins tiefer. Wir bauen dann beim nächsten Mal die Rakete. Oder aber ich baue die jetzt gleich und fliege beim nächsten Mal fort. Ach komm, ich beende hier und mach gleich eine, damit wir die Rakete bauen können. Und gleichzeitig können wir nämlich dann fliegen. So machen wir das. Also, sorry, jetzt ist hier leider nichts weitergegangen. Bin wegen out of order gerade. Ja, bis zur nächsten Sendung. Tschüss.